Hunde sind sehr soziale Wesen, die Gesellschaft brauchen. Wenn sie nur wenig mit Artgenossen oder Menschen in Kontakt kommen, werden sie schnell unglücklich und das kann sogar in richtigen Depressionen enden. Damit das bei deinem Hund nicht passiert, nennen wir dir in diesem Video die 5 Anzeichen dafür, dass er einsam ist. Als erstes: zerstörerisches Verhalten. Du kommst nach der Arbeit nach Hause und dein Hund hat deine Lieblingsschuhe zerbissen, Müll in der Wohnung verteilt oder das Essen von der Küchenzeile gestohlen? Verständlich, dass du dann erstmal verärgert bist. Trotzdem solltest du nicht einfach wütend werden, sondern versuchen zu verstehen, was dein Hund dir mit dieser Zerstörungswut sagen möchte. Hunde können schließlich nicht reden, also kommunizieren sie über ihr Verhalten. Wenn dein Hund in deiner Abwesenheit also ständig Dinge zerstört, dann kann es ein Anzeichen dafür sein, dass er sich langweilt und einsam ist. Als zweites: bellen oder jaulen. Durch lautes, andauerndes Bellen oder Jaulen kann dein Hund ebenfalls seinen Frust darüber zum Ausdruck bringen, dass er sich einsam fühlt. Vielleicht hat sich bereits ein Nachbar über das laute Verhalten deines Hundes beschwert. Das könnte buchstäblich ein Ruf nach Aufmerksamkeit sein und Einsamkeit ist der Auslöser dafür. Als drittes: geändertes Essverhalten. Wenn dein Hund plötzlich weniger isst oder trinkt, solltest du aufmerksam werden. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass bei ihm etwas nicht stimmt. Zuerst solltest du körperliche Gründe als Ursache vom Tierarzt ausschließen lassen. Dann kannst du überlegen, ob es im Leben deines Hundes eventuell besondere Stressfaktoren gibt und wie du diese beheben kannst. Ein einsamer Hund verliert buchstäblich die Freude am Fressen. Als viertes: Angst. Vielleicht hat dein Hund neuerdings Angst, wenn er alleine zu Hause ist. Eine Folge kann sein, dass er plötzlich nicht mehr stubenrein ist und du bei deiner Rückkehr immer öfter Hinterlassenschaften vorfindest. Zwar kann das auch medizinische Ursachen haben, aber oftmals sind Angst und Stress der Grund dafür. Darauf deutet zum Beispiel das Timing deines Hundes hin. Macht er genau dann einen Haufen, wenn du nach dem Weckerklingeln in der Dusche bist? Dann will er dir wohl deutlich sagen: lass mich nicht alleine. Und als fünftes: Aggressivität. Aggressivität ist ein weiteres Anzeichen dafür, dass dein Hund sich einsam fühlt. Wenn er eigentlich keiner Fliege was zuleide tun kann, aber plötzlich aggressiv gegenüber dir, anderen Hunden oder Menschen wird, solltest du dem unbedingt auf den Grund gehen. Wenn keine medizinische Ursache vorliegt, steckt vielleicht einfach nur Einsamkeit dahinter. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.